Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Perfect World International und ist leck kurz. Ja, ich bin alleine im Spiel, aber neben mir sitzt jemand. Sag hallo. Hallo. Stell dich mal eben vor, während ich hier fröhlich stiege. Hallo, ich bin Sensengeist und hab mich einfach heute mal eingeklinkt. Genau, sie ist einfach hier hingekommen und denkt sich, ich lasse das Spiel lenken und... So. Ja, zuletzt haben wir... die Quest vom Schmied bekommen, komische Junggrunzer zu töten. Und ja, und so weiter. ja, nach langem wieder im PvE-Part und jetzt muss ich mal gucken, wen ich da eigentlich töten soll. Und was macht der da? Ach, das ist... Der ist ein Kleriker. Deswegen. Das da ist eine kratzbürstige Kaktoide, genau. Aber die Soldaten, die kenne ich ja noch. Das sind diese komischen Zwerge. Da ist ein Monofuß, Jungrunzer. Und wenn ich da Mono lese, dann muss ich mal an Monodra denken. Monodramon. Genau. Aber es ist das falsche Spiel. Ach, das sind diese komischen Pinguine. Die sehen ein bisschen aus wie Hufmut und wow. Server überlastet der Deutsche anscheinend. Oh, sieht aus wie Minecraft seit neuestem. Minecraft läuft auch nicht mehr sauber. Ich kann leider meins gar nicht mehr spielen, das ist doof. Scheiß. Ich kann es im Moment gar nicht spielen, weil der so hackt, ich hab alle 5 Minuten im Bild. Ich hab's nur alle... Diashow? Ja, so ungefähr. Ich komme mir mal vor, als würde ich mir den Diashow angucken. Und bist du? Deutsch-Saffer. Oh Gott. Ach, wieder einmal die schönen Namen. Nein, du sollst das andere nutzen. Nein. Na gut, es funktioniert, also Also bei dir leckt es weniger als bei mir. Ja. Bei dir ist es noch relativ flüssig. Ich denke mal, wenn ich die Aufnahme nicht drin habe, würde es sauber laufen. Also das würde ich sauber laufen, wenn es über mir laufen würde. Schön. Also läuft das bei dir fast genauso gut wie Warhammer Online? Nein, bei Warhammer Online konnte ich ja ein bisschen laufen und dann wurde ich komplett rausgeschmissen. Dann machst du die ja schon. Da läuft es ja eigentlich gut, nur dass ich immer ab und zu, dass ich immer meistens zweimal mehr drauf schlage, als ich eigentlich müsste. Oh. In solchem Abstand sind dann immer die Bilder. Jetzt lagen wir alle hier dasselbe und kommen irgendwie nicht voran. Genau, da hinten ist noch einer. Ja. Rechts im Bild. Da neben dem Käfer. Ich finde den Namen gut. Deutsch Sabak. Nicht. Aus diesem Grund nehme ich immer Kleriker, die haben genug Magie, dass man magische Schüsse abgeben kann. Ich habe da auch mal Schnellschüsse. Ja. Und vor allen Dingen mache ich das immer so, wenn ich mit den Klerikern arbeite, dann mache ich trotzdem, irgendwie trotzdem immer einen Hautrauchmännchen. Wenn du alleine spielst, bleibt ja nicht mehr übrig. Ja, wohl wahr. Hallo. Bist du ein Mono? Ja. Ja, du bist ein Monodramon. Mono! Da ist noch ein Mono, ganz links. Hallo Mono! Der ist sogar kürzer gewesen. Ja. Der ist auch ich bin auf der Suche nach einem Reptil-Ramon, hat man es gesehen. Oh ja, genau. Das ist Let's Play. Weißt du eigentlich, wann wir angefangen hatten? Also ich weiß es nicht. Schön. Wie spät haben wir es denn jetzt? 17:08 Uhr. Na gut, wenn es da oben auf 0 ist, hör mal auf. Je kleiner die Datei ist, desto einfacher für mich. So. Was ist das denn? Deine Maus ist doof. Ja, kann ich nichts tun. Ist ja auch nur eine Notfallmaus, die ich immer mitnehme. Ja. Aber meine Maus funktioniert ja noch schlechter. Zumindest erkennt mein Computer den damals an, richtig, wenn ich hinten hochfahre. Und sterbe. Und links neben mir ist auch noch was. Mono! Mono, 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 come on back no more. Ja, was soll man dazu sagen? Wir töten 10 Monofuß, Jungbrunzer und müssen gleich nur 10 erdene Soldaten killen, die irgendwie von anderen Leuten aufgesucht werden. Ja, aber die erdene Soldaten sind einfach. Finde ich. Weil die sind, das sind auch vom englischen Begriff her einfacher zu finden. Ja, wow. Wir sind aber auch ein deutsches Wort. Wee.
Jawohl, ich hab da letztens erst noch hier schön voll gestylt Warhammer gezockt. Und da gibt's keinen Doppelsprung. Und dann wollte ich die ganze Zeit einen Doppelsprung machen. Super. Schon wieder 2 Minuten um, unglaublich. Ja, nächste Mal. Wir schaffen diese Quest leider an diesem Part nicht mehr. Doch, das glaube ich schon. Du glaubst, dass wir jetzt noch 9 davon und. Na okay, das nicht. Die 4. Die 4 Monos, die gehören alle hinkriegen. Ja, die gehören alle zu einer Quest, das ist das Problem. Ah, okay, dann. Wir schaffen eine halbe Quest. Ich habe so lange kein Problem mehr gespielt. Uns brauchen auch nicht mehr lange, bis wir wieder ein Level up haben. Und doch, okay, aber schwach hab ich halt auch beachtet. Egal. Hab's egal, das habe ich nicht von den Punkten. Tod ist tot. Eben. Tod. Was für ein brutales Spiel. Tod ist tot, Hauptsache ist tot. Tod. Das muss aber jetzt reichen. Komm, bleib stehen. Komm, du bist ein Bogenschütze, kein Nahkämpfer. Ja. Ja, bald kommt der Teil, wo wir auf diese eine Insel fliegen, wo dann in der Luft diese ganzen großen Mobs sind. Erinnerst du dich noch ganz am Anfang? Ja, ich erinnere mich. Wo dann da auf der Insel mit den Königswiefern ist. Ich erinnere mich, das sind die ganzen Viecher. Vor allem in der Luft, das ist brutal da in der Luft. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe das immer gemacht, ich habe, wenn ich mit meinem Kleriker gearbeitet habe, habe ich es. Wie heißt denn das im Deutschen? Kleriker. Auch Kleriker? Mhm. Ah, okay, dann. Ich habe mit dem Kleriker immer aus der Luft geschossen, und die haben sich dann wieder schnell aufgeladen, noch beim Angreifen. Dann muss ich mit meiner Hand ziehen. Also, weil die mich ja nicht rankamen, haben die sich selbst aufgeladen wieder. Die haben sich wieder selbst aufgeladen. Da ist noch ein Mono. Ja, doch, der greift gerade an. So. Das Problem ist nur, als Jäger geht das ja nicht, weil ich durch Fliegen Mana verliere und dann überhaupt keine Spezialfähigkeit anwenden kann. Deswegen habe ich den hier genommen. Ja, aber die halten natürlich noch mehr aus und können eigentlich auch besser austeilen, aber. Ja. Na komm! Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Ist mir letztens, im letzten Part, weiß im letzten oder vor dem Part, keine Ahnung, war das so, dass ich nicht mehr angreifen konnte, weil ich keine Pfeile mehr hatte und ich habe das überhaupt nicht kapiert. Oh. Ja, warum kann ich nicht angreifen? Oh nein. Oh. Erhöht das Leben? Pff, ist ein Erdener Soldat, der ist vorhin gar nicht an mich rangekommen. Vielleicht schafft das jetzt nicht einmal zu schlagen. So ein Bitch-Kleppel. Mann, was machst du? Ich finde praktisch, dass da oben die Schatztruhe ist. Mhm. Da steht immer so eine Minutenanzahl. Das ist eigentlich von Warhammer angenommen, oder? War das nicht bei Warhammer auch so mit diesem großen Schatz in meiner Zeit? Nee, das waren öffentliche Quests. Achso. Aber, ich weiß. Das erinnerte mich irgendwie daran. Ja, das hat schon was davon, dass, wenn dann öffentlichen Quests hast, einen Schatz holen, da steht dann, wer was gewonnen hat und so, ja. Oh, die Flames. Die finde ich immer, die können immer toll. Wie hießen die damals eigentlich? Hey, das ist schon wieder ein Junge. Ach, keine Ahnung mehr, ich weiß nicht, wann wir. Ich finde es irgendwie bescheuert, wenn man Eigennamen übersetzt. Die haben immer, die hießen auch immer irgendwie irgendwas mit Flames, ich weiß es auch nicht mehr. Also meine Lieblingsübersetzung ist ja wohl Vulparina, ne? Die Venomancer. Ah. Vulparina. Klingt irgendwie dämlich. Oh, die eine Quest haben wir zumindest schon mal beendet. Happy day. Oh, happy day. Nein, das ist eine Tiefenflamme. Das klingt ein bisschen wie mit Tiefenkraft. Wie so ein Waschmittel. Du sollst ihn angreifen, Schätzchen. Ja, komm. Lam. Bestimmt gleich mitten im Schuss. Oh, tut mir leid, wir müssen aufhören. Wahrscheinlich, wir haben dann eben den Schuss. Na, nicht ganz. Ich kann auch ein bisschen mehr machen, aber je länger das blöde Ding ist, umso länger braucht das Ganze. Und mit tiefen Reinigungskraft. Und hier ist kein Erdener Soldat mehr. Das ist scheiße. Hallo. Da ist einer. Das ist links oben bei der Schatztruhe. Wie? Oder? Nee, doch nicht. Okay, zurück. Sag okay, wenn wir jetzt hier keinen finden. Oh, den da hinten machen wir noch. Hey, auf ihn mit Gebrüll. Warum haben die eigentlich Roheisenbein? Und warum hatten die komischen Monofüß-Grunzler Kreuzbein? Keine Ahnung. Unglaublich tiefgründig.
würde ein gewisser anderer Let's Player sagen, der etwas bekannter ist als ich. Etwas. Irgendwie sieht es so aus, als würde die Tiefenflamme angreifen. Yay! Und weil es so schön war, haben wir noch 49 Sekunden und wir können eine Manufaktur Würfnetz lernen. Und das lernen wir dann im nächsten Part. Denk ich mal. Buddhas Knüppel. Immer schön. Genau, so sieht auch ein Knüppel aus. Ne? Mhm. Genauso stehen die Knüppel vor. Ja. Und außerdem ist es auch immer so. Alles mitnehmen, was überall liegt, kannst du immer noch verkaufen. Genau. Zum Beispiel diese Lucky Card. Ich nenne sie weiter Lucky Card. Ich sehe nicht ein, dass das Ding Glücksmarke des Waste of VCS heißt. Ich nenne das Ding auch immer Lucky Card. Warum liegt es wieder unten? Ach, ich glaube, das wollte ich irgendwann mal identifizieren, kann das sein? Ja. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich kann in die Truhe reingucken. Das machen wir jetzt noch. Und schnell in die Stadt, das machen wir noch, ne? Ja. Und weil wir es können, fliegen wir. So, ja, geht ein Stückchen schneller. Ich gehe jetzt noch zum Briefkasten. Wir haben den Briefkasten noch nicht gesehen. Ich habe ihm noch nicht den Briefkasten gezeigt, ja? Oh Gott. Ich habe ihm Antiosaur an der Karte gezeigt, aber noch keinen Briefkasten. Oh, und Gott. Jetzt gehört das Ding zu Circle. Wow, das ändert sich auch die ganze Zeit. Jetzt muss ich nur wissen, wo nur ein Briefkasten ist. Briefkasten ist unter dem großen, unter der großen Kuppel ist ein Briefkasten. Aber auch die Stadt da vorne beim Inventarmeister wird einer sein. Ich weiß nicht, ich kann das nur unter der großen Kuppel. Und wie mein Mana fliegen geht. Egal, mein Mana geht fliegen! Mhm. Briefkasten? Bist du da? Briefkasten! Da ist er! Ach, da war doch ein Briefkasten, habe ich oder habe ich mich verteilt? Da nicht. Oh Gott, ich glaube, ich bin immer nur zu dem anderen gelaufen. Briefkasten, ich habe eine Quest abzugeben. Yay, hey, da habt ihr es. Quest. Oh je. Ja, ist es da ein Bogen? Ja, das ist der Bogen, okay. Hier gibt es ja nur für jede Klasse eine Waffe jeweils, also. Ja, fress die andere Marke auch, die ich dir da habe. Ja, komm, gib her, was hast du für mich? Ja, ich nehme einfach die gekauft wieder. Ja, dann gucken wir nach, was wir gekriegt haben für einen schicken Bogen. Den können wir noch gar nicht verwenden, weil wir nicht geschickt genug sind. Dann schmeißen einfach 1, 2, 1, 2, 1 rein, zack, können wir unseren neuen Bogen benutzen. Hey! Leg. Sieht der anders aus? Ja, der oben sieht aus, als wäre aus Holz und der andere aus Metall. Das ist jetzt der neue, ne? Mit einem Sockel sogar. Und wow. Der hat eine Zeit von einem Tag und dann wird er dann schmutzig. Ja. Egal. Ja, das reicht dann auch für heute, ne? Ja. Bis dann! Bis dann! Ja.